Wir befinden uns hier in der Anlage der Polizeisportvereinigung Wien, der sogenannten Dienstsportanlage bei uns in Kaisermühlen mit einem wunderbaren Badestrand und mit Seminarräumen und Fußballplatz und allen möglichen Sportmöglichkeiten. Das Projekt, das uns hierher geführt hat, nennt sich Gemeinsam sicher beim Schwimmen. Ist ein Projekt, das wir hier an zwei Aktionstagen durchführen. Vorgestern und heute ist der zweite Aktionstag und an diesen beiden Tagen werden insgesamt 12 Schulklassen und um die 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hier einiges Wissenswerte über das Schwimmen und über die Sicherheit beim Baden erfahren. Es ist uns darum gegangen, die Menschen ein bisschen mehr zu sensibilisieren, was Badeunfälle betrifft, beziehungsweise Ertrinkungstod. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern festgestellt, dass halt vor allem im Bereich der Kinder und Jugendlichen sehr, sehr viele nicht schwimmen können. Und wir nehmen diesen Aktionstag sozusagen als Kick-off-Veranstaltung für eine weitere Medienstrategie, um dann eben zu sensibilisieren bezüglich Baderegeln, bezüglich Verständigungen, was kann ich, was darf ich, was muss ich beim Schwimmen beachten. Extern haben wir dabei die Feuerwehr, auch mit den Einsatztauchern, die Wiener Wasserrettung, die Bildungsdirektion und die Helfer Wiens.